JD-Link ermöglicht einen automatischen Datenfluss zwischen Ihren vernetzten Maschinen und dem Operation Center. Durch JD-Link können Sie das Potenzial von Connected Support und der Präzisionslandwirtschaft optimal ausschöpfen. JD-Link verbindet Ihre Arbeit, Ergebnisse, Ihr Team, Ihre Berater, Ihre Maschinen, Ihre Vertriebspartner und John Deere. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung bereitet JD-Link Ihnen den Weg, um praktisch in jedem Bereich Ihrer Arbeitsabläufe bessere Ergebnisse zu erzielen. Je mehr Maschinen Sie vernetzen, desto mehr erreichen Sie. Sie verschaffen mit weniger mehr, steigern Sie Ihre Erträge und erhöhen Sie Ihre Produktivität. Was ist neu? Ab jetzt bietet John Deere JD-Link ohne Zusatzkosten an. Es sind keine Abonnements und keine Verlängerungen mehr erforderlich. Kompatible Maschinen sind so lange vernetzt, wie Sie möchten. Wir haben die Konnektivität vereinfacht, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Sie können Ihre Maschinen von jedem beliebigen Ort aus im Blick behalten, nötige Anpassungen zeitnah vornehmen und so Ihre Arbeitsabläufe optimieren sowie Ergebnisse analysieren, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. JD-Link kann unkompliziert und für alle Ihre vorhandenen und zukünftigen kompatiblen Maschinen angeschaltet werden und wir zeigen Ihnen wie. Die gute Nachricht ist, dass der Dienst so lange verfügbar bleibt, wie Sie es wollen oder solange sich Ihre Maschinen in Ihrer Organisation befinden. Sie schalten JD-Link einmalig frei und wenden sich wieder der Arbeit zu. Für bestehende JD-Link-Abonnements sind keine sofortigen Maßnahmen erforderlich. Alle aktuellen JD-Link-Abonnements bleiben aktiv, bis das Abonnement ausläuft oder Sie sich dazu entschließen, das neue JD-Link für diese Maschine anzuschalten. Mit wenigen Klicks können Sie all Ihre Maschinen vernetzen, um die volle Leistungsfähigkeit des Operation Center zu nutzen und Präzisionslandwirtschaft in Ihrem Betrieb bequem und wirksam einzusetzen. Dieser Vorgang muss von Ihnen oder einem Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen mit der entsprechenden Berechtigung durchgeführt werden, wobei Sie gerne Ihren John Deere-Vertriebspartner um Unterstützung bitten können. Und so geht's. Öffnen Sie entweder das Operation Center oder JD-Link im Web oder der App. Nach Einloggen erscheint die Handlungsaufforderung für JD-Link. Beginnen Sie den Vorgang. Sie können sich auch später erinnern lassen, um diesen Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Wir erklären gleich, wie das geht. Auf der zweiten Seite können Sie die Maschinen-Terminals im Unternehmen auswählen, für die JD-Link angeschaltet werden soll. Es wird angezeigt, welche Maschinen JD-Link fähig sind. Bei JD-Link fähigen Maschinen ist als Standardeinstellung an ausgewählt. Bisherige Abonnements werden beendet, wenn das neue JD-Link eingeschaltet wird. Nicht JD-Link fähige Maschinen im Unternehmen werden ebenfalls angezeigt. Ihr John Deere Vertriebspartner weiß, wie eine Maschine mit JD-Link nachgerüstet werden kann. Bei Terminals handelt es sich um die Hardware in einer Maschine, die JD-Link ermöglicht. Überprüfen Sie die ausgewählten Terminals und zugehörigen Maschinen sowie die Serviceverarbeitung für JD-Link. Zur Vereinfachung der Verwaltung von neuen Maschinen, die Sie Ihrer Flotte hinzufügen, können Sie das automatisierte Anschalten von Maschinen auswählen. Dadurch wird sichergestellt, dass JD-Link bei jeder neuen Maschine nach der Übertragung in Ihre Organisation eingeschaltet wird. Und schon haben Sie JD-Link für Ihre Maschinen eingeschaltet. Wie JD-Link zu einem späteren Zeitpunkt angeschaltet wird. Wenn Sie zum Einschalten noch nicht bereit sind oder Ihre vorherigen Abonnements weiterhin nutzen möchten, ist das völlig in Ordnung. Nachfolgend erklären wir, wie Sie Ihre zukünftigen Maschinen automatisch vernetzen können, wenn Sie sich dazu entschlossen haben. Navigieren Sie zu den Organisationseinstellungen. Wählen Sie Registerkarte Nutzungsbedingungen aus. Wählen Sie die automatische Vernetzung aus. Wie JD-Link auf einer einzelnen Maschine angeschaltet wird. Alle aktuellen Maschinen, die nicht über die Handlungsaufforderung für die Konnektivität angeschaltet werden müssen, müssen einzeln angeschaltet werden. Nachfolgend sind die Schritte zum Einschalten von JD-Link auf einer einzelnen Maschine aufgeführt. Navigieren Sie zum Operations Center zum Einrichten, dann wählen Sie Terminals aus. Wählen Sie das Terminal aus, welches Sie einschalten möchten. Schalten Sie JD-Link auf der Übersichtsseite ein. Wie JD-Link deaktiviert wird.
Es kann Situationen geben, in denen Sie JD-Link für eine Maschine deaktivieren müssen. Wenn Sie beispielsweise eine Maschine verkaufen oder keinen Zugriff auf Daten einer bestimmten Maschine mehr möchten. Ganz gleich aus welchem Grund Sie die Konnektivität deaktivieren möchten, es ist ganz einfach. So geht's. Das Terminal auswählen, welches Sie deaktivieren möchten. Klicken Sie JD-Link deaktivieren auf der Übersichtsseite. Sie sind wenige Klicks von einer nahtlosen und kontinuierlichen Konnektivität entfernt. Keine Abonnements und keine Verlängerungen sind mehr nötig. Es fallen keine Zusatzkosten an. Mit JD-Link können Sie alle Ihre kompatiblen Maschinen vernetzen, um das Potenzial Ihrer Maschine und Ihrer Felddaten voll auszuschöpfen.